Moin Leute, ab dem 20. August sind die neuen PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele verfügbar und dieser Monat ist für mich ein absolutes Highlight, vor allem die Classic Games, also der Rest okay, aber die Classic Games, holy shit, sind die gut, ja, viel Spaß mit dem Video. Welcome Traveler. Beginnen wir mit einem modernen Klassiker, The Witcher 3 Wild Hunt. Ihr übernehmt die Rolle von Geralt von Riva, einem erfahrenen Monsterschlechter, der auf der Suche nach Ciri, dem Kind der Prophezeiung, durch eine von Monster und Krieg verwüste Welt reist. Die überarbeitete PS5-Version bringt euch noch mehr visuelle und technische Verbesserungen. And if you find her, the girl will die. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt bei vielen Leuten da draußen, aber ich konnte mit The Witcher tatsächlich nie was anfangen. Wir haben tatsächlich letztes Jahr eine Challenge gemacht, wo wir uns gezwungen haben, 10 Stunden Witcher zu spielen. 5 Leute waren wir und am Ende mussten wir halt ein Fazit ziehen, aber ich wurde mit dem Spiel halt echt nicht warm. Als nächstes erwartet uns Wild Hearts, ein innovatives Jagdspiel, das euch in eine Welt voller gigantischer Kreaturen und fortschrittlicher Technologien entführt. Dieses Spiel ist eine frische Interpretation des Jagdgenres, inspiriert von der Ära des feudalen Japans. Ob allein oder im Koop mit Freunden, hier wird jeder Kampf zu einem epischen Erlebnis. Ich durfte damals Wild Hearts testen und ich muss sagen, das Spiel ist ziemlich cool. Es ist leider ziemlich verbuggt, die Grafik ist auch nicht die schönste, aber grundsätzlich hat es wirklich Spaß gemacht. In Cult of the Lamb schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Lamms, das von einem mysteriösen Fremden vor der Vernichtung bewahrt wurde und nun seine Schuld begleichen muss. Dafür müsst ihr einen Kult gründen. In dieser einzigartigen Mischung aus Action und Strategie baut ihr eure Anhängerschaft auf, besiegt rivalisierende Sektenführer und verbreitet eure Lehre in einer zufallsgenerierten Welt. Für die Rennsportfans gibt es diesen Monat Ride 5. Mit über 35 Strecken und mehr als 200 Motorrädern bietet dieses Spiel ein authentisches und adrenalinreiches Rennerlebnis. Perfekt für alle, die den Nervenkitzel der Rennstrecke lieben und ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Von Ride 5 gibt es übrigens online mega viele Videos, wo die Leute teilweise nicht unterscheiden können, ist das jetzt ein Videospiel oder ist das eine echte Motorradfahrt. Also das Spiel sieht optisch wirklich Bombe aus. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut da kurz rein. Few years ago, this broken ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. In Watch Dogs 2 spielt ihr den brillanten Hacker Marcus in der San Francisco Bay Area. Schließt euch der Hackergruppe DedSec an und führt den größten Hack der Geschichte durch, um das überwachende CTOS 2.0 zu Fall zu bringen. Die offene Welt und das dynamische Gameplay machen dieses Spiel zu einem Muss für Fans von Action-Adventures. Wenn ihr ein Spiel braucht, wo ihr sehr viele Stunden darin verbringen könnt, dann ist Watch Dogs 2 genau das Richtige für euch. Ich habe das Spiel damals zum Release gezockt und fand es ziemlich okay, aber jetzt nicht mega überragend, aber auch nicht ziemlich schlecht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Für alle Anime-Fans gibt es diesen Monat gleich mehrere Sword Art Online-Titel. Von Last Recollection über Alicization Licorice bis hin zu Fatal Bullet und Hollow Realization könnt ihr in die Welt dieser Anime-Reihe eintauchen und epische Abenteuer mit euren Lieblingscharakteren erleben. Are you ready to vacation? Vacation Island is the perfect place to not judge. Zusätzlich können PlayStation Premium Mitglieder noch mehr entdecken, wie zum Beispiel den Vacation Simulator für PlayStation VR 2, der euch in eine humorvolle Urlaubssimulation versetzt. Camping in Vacation Forest or get your coolant pumping on the rapids.
Nun kommen wir zu meinem absoluten Highlight diesen Monat. Viel Spaß. Wir schreiben das Jahr 2401. Die Menschen kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen ein Volk grausamer Kreaturen, die Timesplitters. Und jetzt zu meinem absoluten Highlight dieses Monats. Die Rückkehr der Timesplitters-Reihe. Alle drei Teile, Timesplitters, Timesplitters 2 und Timesplitters Future Perfect, sind ab dem 20. August im PlayStation Plus Katalog verfügbar. Diese kultigen Shooter haben eine riesige Fangemeinde und ich könnte nicht aufgeregter sein, sie wieder zu erleben. Unbekanntes Schiff, hier Mission Control. Identifizieren Sie sich, over. Hier ist Cortez. Sergeant Cortez, willkommen zu Hause, Sir. Ich stelle Sie zum General durch. Eins kann ich euch jetzt schon sagen, wenn die Spiele Trophy Support haben, dann habe ich 6 neue Platin-Trophäen. 3 auf der PS4 und 3-mal auf der PS5. Safe Call. Die waren früher schon super, die Spiele. Ich habe sie vor ein paar Jahren wieder gezockt auf der PS2. Sie waren immer noch super und ich freue mich so sehr auf den 20. August. Jetzt bin ich so ein bisschen im Clinch. Ich habe Wukong, was ich gerne zocken würde, aber jetzt kommt halt auch noch Timesplitters raus. Vielleicht spiele ich dann Timesplitters auch im Urlaub auf via Remote Play oder sowas. Hey, absolutes Highlight für mich, ja. Was sagt ihr zu diesem ganzen Titel? Wie gesagt, die PS4 und PS5 Titel sind schön und gut, aber die Classic Games, holy moly, das ist für mich ein absoluter geiler Monat. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt gerne Feedback, was euch nicht gefallen hat, damit ich die Videos verbessern kann in Zukunft. Und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ah, falls ihr doch noch da seid, danke für die über 1000 Abonnenten. Hammer, einfach geschafft dieses Jahr. Vielen lieben Dank.